willkommen zu einem Video-Review von Pro Illusionist. Ich bin Markus Bender und habe mir Lit von Dan House und Dan White für euch angeschaut. Nee, kann man so nicht sagen. Eigentlich kenne ich den Effekt schon, weil den gab es ja schon mal. Aber damals musste man sich das alles noch selber basteln, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und das hat viele davon abgehalten, das nicht zu tun. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und zwar gibt es die fertigen Lit-Gimmicks in einer Kartenschachtel. Sehr logisch, sind ja auch Spielkarten. Und da sind laut Beschreibung 52 Stück drin. Das stimmt aber nicht, zumindest bei meinem nicht. Also das, was ich aufgemacht habe für mich, da waren 54 drin. Plus zwei Blankorücken noch, die man für den Streichholz-Effekt braucht, Streichholz-Schachtel-Effekt braucht, der eben neu mit dieser neuen Version von Lit auf der Erklärung mit drauf ist. Der Effekt an sich ist super commercial, lässt sich sehr, sehr einfach vorführen mit ein paar ganz einfachen Kartenslides, die jeder, der sich Zauberer schimpft, im Repertoire haben sollte. Da sind wirklich einfache und Sachen und wirklich Basics dabei und dann kann man hiermit wirklich eine tolle Routine vorführen. Was man dazu noch braucht, was aber leider nirgendwo erwähnt wird, sind die entsprechenden Streichholzschachteln. Denn wie man sehen kann, wenn hier 52 bzw. 54 Gimmicks drin sind, können hier keine Streichholzschachteln mehr drin sein. Und man braucht nicht für jede Vorführung eine, aber so alle paar Vorführungen sollte man mal eine neue nehmen. Jetzt ist das Problem, dass sich amerikanische Streichholzbriefchen von deutschen oder EU-Streichholzbriefchen erheblich unterscheiden. Zum einen haben wir meistens zumindest Holzstreichhölzer, damit wird es nicht gut funktionieren. Das zweite und viel wichtigere ist, wenn wir ein Streichholzbriefchen so aufklappen, dann ist der, wie heißt denn das Ding, der Anzünder, der Ratscher, ihr wisst, was ich meine, die Zündfläche auf der Innenseite, also quasi hier, ja. Bei den Amerikanern ist sie hier. Auf der Rückseite, also wenn das das Briefchen ist, wäre die bei den Amerikanern hier. Und genau so sind auch diese Karten gestaltet. Von daher haben wir uns überlegt, ja, was machen wir jetzt? Toller Effekt, wir wollen den in Europa vorführen. Gut, importieren wir eben einfach diese amerikanischen Streichholzbriefchen, denn sie müssen ja auch so aussehen, wie eben die Gimmickkarten aussehen. Und das geht eben dann nur, wenn man eben dann auch die passenden hat. Persönlich bin ich der Meinung, wenn man in Deutschland weiße Briefchen bekommt, die komplett weiß sind, mit der Zündfläche innen mag das auch funktionieren. Der Zuschauer wird das wahrscheinlich nicht merken. Aber warum soll ich nicht die Originalen nehmen, also die genauso aussehen, wenn ich denn die Möglichkeit habe? Deswegen findet ihr die Lit-Streichholzbriefchen oder die passenden Streichholzbriefchen zu Lit bei uns im Shop, immer 25 Stückweise. Und die kann man passend dann eben zu den Karten bestellen. Was ich schade finde, ist, dass es keine Refills gibt. Das heißt, man muss immer wieder den Effekt neu kaufen. Auf der anderen Seite kann ich es wieder verstehen. Dadurch, dass es einen Video-Download gibt und nur diesen einfachen, verbrauchbaren, das verbrauchbare Gimmick, würde es wahrscheinlich wieder so enden, denkt sich der Hersteller, dass einer den Effekt kauft und die Rest kaufen nur die Refills. So wie das bei anderen Effekten in letzter Zeit sehr häufig aufgetreten ist. Von daher kann ich es irgendwo verstehen und wenn man die paar 50 hier aufgebraucht hat, muss man den Effekt halt neu kaufen. Aber 50 Vorführungen, das hält schon relativ lange und sowohl für den Laien als auch für den Profi. Und der Profi, der dafür Geld nimmt, der sollte dann nach 50 Vorführungen, denke ich, nicht das Problem haben zu sagen, ey, dann muss ich es halt nochmal neu kaufen, wenn ich es weiter vorführen will. Wert ist es der Effekt unserer Meinung nach auf jeden Fall. Sowohl der Tobi als auch ich lieben diesen Effekt. Wir haben ihn auch direkt vorgeführt und ins Repertoire aufgenommen. Wir mögen die Struktur, wir mögen das Organische und das ist einfach das, was Lit auszeichnet und was es so stark macht. Man muss sich nicht ultra konzentrieren beim Vorführen, weil er relativ basic gehalten ist und trotzdem bekommt man einen sehr starken Effekt beim Zuschauer gelandet. Es sind mehrere Versionen im Video-Download dabei. Das zum einen gibt es die Version mit einer Streichholzschachtel. Dafür sind diese Blankorücken da und das haben sich die Jungs dann eben gedacht, ja, vielleicht gibt es ja diese Streichholzbriefchen nicht irgendwo, also machen wir den Effekt dann noch ein bisschen anders. Der ist mit einer Streichholzschachtel, der ist hier drauf. Dann gibt es noch eine Version mit einer unterschriebenen Karte. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob der Effekt das braucht, denn der Aufwand, der dahinter steht und das Risiko, dass man dabei dann erwischt wird, ist deutlich höher als bei der normalen Routine. Und ich bin der Meinung, oder wir sind alle hier der Meinung, der Impact
ist nicht so viel größer der Unterschrift, dass es das Risiko lohnt. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, es ist machbar. Mit ein klein wenig mehr Arbeit und ein klein wenig mehr Kartenmanagement, nenne ich es mal, kann man die Karte auch unterschreiben lassen. Wir von Poilu können also eine ganz klare Kaufempfehlung für Lit geben. Es war auch direkt wieder ausverkauft, das heißt ja, das Interesse ist groß, sowohl bei uns als auch bei den Großhändlern. Mittlerweile ist es wieder da. Wir wünschen viel Spaß beim Einstudieren und noch viel, viel mehr Spaß beim Vorführen von Lit. Bis zum nächsten Mal.